Was geht? Alle einfach mit Justine live, yo. Kehrst du nie wieder nach Deutschland zurück? Auch fürs Reflektieren seiner eigenen spirituellen Reise, so weißt Es kommt nicht einfach angeflogen, wie die Leute denken. Der Edin fragt gerade, wie du mich kennengelernt hast. Ich habe tatsächlich auch kein Visa. Ich bin eigentlich noch in Deutschland ja gemeldet und ich bin eigentlich nur als Tourist hier. Das Besondere am Fasten. Deswegen geht es ja auch am Endeffekt komplett viel besser, weil du die ganzen Details anders machst als sonst. Aha. Und du musst dich nicht sorgen um die Leute, die es noch nicht erreicht haben, sind die noch nicht so weit. Die müssen da bleiben in ihrer Energie erstmal. Und umso wacher sie werden, umso schneller kommen sie da raus. Wenn jetzt jemand sagen würde, oh, die ist doch nicht ganz sauber, die lebt in ihrer eigenen Welt, würde ich sagen, ja, danke schön fürs Kompliment. Ich So. weiß, dass ich meine eigene Welt lebe und mir geht's super und ich will gar nicht dahin, wo du bist. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Hast keinen Na? Keine Ja, Ahnung. ich bin doch auf Twitch. Ah, auf Twitch bist Ah, wir lassen es du. jetzt, Ah, wir lassen okay. es jetzt, wir lassen es jetzt einfach so. Wir lassen es jetzt einfach so. So ist cool, glaube ich. Ja. Alles gut, ne? Ist Ja. gut. Leute sagen, ist gut. Was geht, Alter? Einfach mit Justine live, yo. Ich küsse deine Geil, das Ads. wollten wir schon seit 10 Jahren machen, ne? Ja, und letztes Mal mache ich das auch so. Nächstes Mal mache ich das auch so, dass es noch geiler aussieht, dass wir genau beide gleich groß sind und so. Dafür muss ich aber über meinen Laptop streamen, weil da brauche ich zwei Bildschirme, weißt Ah, okay. Was geht? Ja gut, ich bereite mich vor, ne? Morgen geht's los mit meiner Reise und ja, habe heute noch ein paar Sachen zu tun, auf jeden Fall. Welche Reise? Na, morgen, Ach na, so, ich habe ja morgen. meine Wohnung für morgen Ja, unter. das morgen. Ja, morgen schon für 3 Wochen untervermietet. Krass. Ja. Und dann fährst du einfach, gehst du auf Reise mit Van, ne? Ja, dann fahre ich. Ich denke mal, ich fahre erstmal nach Tulum, in Aha. dieses Hostel, wo ich immer chille, wo eine Freundin von mir auch gerade ist. Und ich denke mal, dann bin ich erstmal ein bisschen in Tulum. Und vielleicht fahren wir nach Bacalar oder so. Ich weiß es noch nicht. Ich will gucken, dass ich ein paar Van-Talks machen kann. Weißt du, ein bisschen für YouTube was machen kann. Ja. Aber du musst dir so überlegen, wenn ich mit dem Van unterwegs bin, du bist halt nonstop mit Leuten. Du Die bist halt ganze nonstop Zeit. unterwegs. Ja, immer. Es ist anstrengend auch, ne? Das ist echt so ein Ding, Alter. Ja, aber es ist eigentlich eine coole Möglichkeit, jetzt noch mehr Talks zu machen, ne? Auch in Tulum und so. Vor allem, weil, ja, weil ich dann mit meinem Van die ganze Zeit am Start bin. Und jeden Menschen, den ich kennenlerne, kann ich halt gucken, was ist Du das für ein könntest, Mensch, was macht der ganze. Das sind ja immer genau. Reisende. Ja, packst du dann Ne? einfach zwei, so, lernst Leute kennen, packst die Stühle aus, Digga, komm, jetzt Van Talk, so. Boom. Ist geil. Ja, habe ich mir überlegt, ne? Dass ich das halt auch spontan dann mache. Weil man trifft immer spannende Leute, die reisen. Also so Leute, die reisen, die haben immer irgendwas zu erzählen. Safe. Und ich bin Leute mal fragen gespannt. Also gerade. ich sehe das. Mir Ja, schreibt erzähl. jemand Justine it in. Mir schreibt jemand Justine it in. Hä, wer Auf schreibt mir denn hier? Ding, ne? Auf Skype. Ja, weil die Hä? deinen Namen jetzt, die haben jetzt deinen Namen gesehen. Ach so. Der eine sagt, ich rufe Justine Geil. jetzt an. Ich habe auch einen, der ist ein Geil. bisschen, ich habe auch jemanden, der ist ein bisschen in dich verliebt hier. Ernsthaft? Ich glaube schon, Bewerbungen gehen raus. Edin, sei Ich mal werde doch hier ehrlich, nochmal einen Aufruf Digga. machen. Justine, fällt es dir manchmal schwer, aufgrund der unstreitbaren Attraktivität von Leon, dich auf das Gespräch zu konzentrieren? Sag mal, Justine. Oh Mann. Was für Fragen hier wieder reinkommen. Unfassbar. Also ich muss sagen, mittlerweile hat man sich dran gewöhnt. Das geht eigentlich. Ich kann mich ganz gut auf das Gespräch mittlerweile konzentrieren. Aber ohne Scheiß, es gibt so, kennst du diese Momente, wenn du mit jemandem redest und du bist mehr irgendwie auf sein Aussehen fasziniert, warum auch immer, und du kannst nicht zuhören? Gibt es ja. Weißt du? Ja. Also ich weiß, was er meint auf jeden Fall. Das gibt es tatsächlich. Ist mir selten Aber passiert. echt jetzt? Noch mir Ja, passiert eigentlich das bei mir manchmal. geht Dann das bin ich gar so nicht. fasziniert. Ja. Nee? Nö. Komm mal, wenn eine Frau vor dir steht und vor den heftigen Körper hat, dann kannst du dich auch nicht konzentrieren, was sie Doch, sagt. doch, doch. Ja, Doch, genau. das genau das ist meine Ja? Stärke. Ja, Nee, voll. ich schweife da ein bisschen ab. Manchmal Gehst du passiert dann schon mal, aber. in Fantasien rein, wa? Nee, das ist dann so, du bist dann so fasziniert von der Geflasht. Optik. Manchmal trifft man ja, ja, manchmal auch so, Okay. es muss nicht unbedingt, weißt du, so halt. Doch, du hast recht. Ich habe das auch Gibt es. gehabt. Ich habe das einmal gehabt. Weißt du, Nee. bei wem? Bei der von Highest im Club vom Musikvideo. Wo die gekommen ist, ne, beim Musikvideodreh, wo die reingekommen ist, die hat so eine heftige Aura noch dazu gehabt, ne, nicht nur die Optik, sondern auch ihre Aura so, das war so überwältigend,
dass ich nervös geworden bin ein bisschen. Und das war bei mir das erste Mal, dass eine Frau mich nervös gemacht hat. Wow. Ich schwör's dir. Das war so gefühlt, so irgendwie jetzt gerade Beyoncé kommt rein, so. Weißt du? Ja. War krass. Hier schreibt mir jemand, ich kann mich bei dir auch nicht konzentrieren oder so. Oh Gott, was ist hier los bei Skype? Nee, aber nee, gibt es. Auch ja, vor allem, wie du sagst, die Aura manchmal auch. Ne? Mhm. Das muss doch nicht mal so sein, dass der Mensch jetzt so aussieht wie dein Trauma, ein Traumfrau, aber es hat irgendwas, strahlt was aus und du spürst es und bist dann ein bisschen wie überwältigt oder wie geflasht und kannst dich dann gar nicht so auf das Gespräch konzentrieren. Du ja, bist ja. Einfach so, keine Ahnung, Blackout so ein bisschen. Ja, weil die Energie, im Verstand schaltet dann ein bisschen aus, weil die Energie zu hoch ist, was auch gut ist. Der. Manchmal muss man den Verstand auch ausschalten an der Stelle. Der Edin fragt, Justin, bist du ein digitaler Nomade oder wie finanzierst du das Exil? Warum Exil, Digga? Kehrst du nie wieder nach Deutschland zurück? Das ist halt sehr Germany geprägte Frage an der Stelle. Willst du antworten? Ja, also ja, ich verdiene mein Geld durch, also eigentlich durch das, durch YouTube jetzt vor allem auch, durch die, wie kann ich das denn sagen? Dadurch, dass Leute auf mich zukommen und nach Mexiko reisen, vermittle ich denen ja so ein paar Sachen. Und das ist gerade so meine Einnahmequelle, ne? Auch mein Airbnb, dann wie gesagt diese Tourenvermittlung, Shuttlebus. Shuttle machst du auch, gell? Ja, Shuttle mache ich jetzt vom Flughafen. Was mache ich denn noch? Ja, noch so ein paar Sachen, was ich hier nicht ansprechen kann. Aber weißt du, also auf jeden Fall so ein paar Sachen, dass ich den Leuten helfe bei ihrer Mexiko-Reise, sagen wir es mal so. Und das kommt aber alles, das kommt ja alles online, ne? Sonst würde ich die Leute ja gar nicht erreichen. Ich also weiß, es kommt von den Leuten, die dich irgendwie verfolgen auf Instagram oder auf YouTube oder so, ne? Genau, ja, YouTube vor allem. Ja. Und das ist ganz cool, ne? Das ist echt praktisch. Ja, deswegen würde ich schon sagen, ich bin auf jeden Fall abhängig davon, ne? Von den Online-Business. Und ich deswegen, meine lieben total. Freunde, geht mal auf jeden Fall zu Justin mal rüber, für alle Leute, die auch jetzt irgendwie nach Mexiko reisen wollen oder irgendwie, keine Ahnung, Alter, irgendwelche Informationen brauchen, irgendwelche Touren mieten wollen, von A nach B müssen, vom Flughafen zu ihrem Hotel oder was auch immer. Du hast ja für alles eine Möglichkeit, ne, quasi. Ja, ich bin super gut vernetzt hier. Also egal, was man eigentlich will, ich habe viele Kontakte. Egal, auch was andere Sachen betrifft, auch ne, was ich gesagt habe, diese Zeremonien zum Beispiel oder was auch immer. Ja, ich habe halt Leute, die gewisse Dinge machen und da kann man auf jeden Fall helfen, sage ich mal. Ja, man checkt auf jeden Fall. So, Travel Agent schreibt gerade einer, ja Mann. Checkt auf jeden Fall Justin ab, auch der gleiche Name wie hier. Ich schreibe das mal rein, auf Instagram auch einfach Justin Petrus, ne? Mit Unterstrich, Justin Unterstrich Petrus. Also wenn jetzt jemand eine Frage hat, bitte auf Instagram schreiben. Justin Unterstrich Petrus. Petrus, ich schreibe es nochmal in den Chat rein. So, das ist ihr Instagram-Name. Yes. Ja, super. Genau, ja, das ist cool. Und mit der Frage von wegen, ob ich nochmal nach Deutschland zurück will, also ich muss euch ganz ehrlich sagen, crazy, aber ich fühle das gerade gar nicht, ne? Also es ist jetzt wirklich, umso länger ich hier bin, umso weniger fühle ich mich nach Europa hingezogen, gerade weil ich ein bisschen gerade auf meiner spirituellen Reise bin und ich habe das Gefühl, dass Deutschland mich nur zurückwirft. Ich habe heute mit Tim gesprochen, also ist ein sehr guter Freund von mir, der ist sehr spirituell, der fliegt halt hin und her, der ist immer in Mexiko, fliegt zurück, ich habe auch Works mit dem, sehr guter Freund von mir. Mhm. Und er hat das auch gesagt, es ist so, er hat das Bedürfnis, nach Deutschland zu fliegen, obwohl er auch merkt, das ist gar nicht auf seiner Bewusstseinsebene, die Gespräche, die du mit den Leuten wieder führst. Aber es ist auch wichtig, dass man dort den Leuten ein bisschen, ich sag mal, eine Inspiration bietet. Und ich habe das Gefühl, bei mir ist es gar nicht so, dass ich da sein muss vor Ort, aber ich mache es durch YouTube. Ich mache es durch Social Media. Ich könnte ja auch sagen, hey, warum mache ich das eigentlich auf Deutsch? Es bringt gar nicht viel über hier Manifestation und dieses ganze Energetische zu reden, weil es ja sowieso nur ein Bruchteil versteht von den Leuten. In Deutschland denke ich mir immer. Aber ich mache es trotzdem. Ne? Ich sage jetzt nicht, ich mache alles auf Englisch, weil ich denke, es ist aber wichtig, dass jemand es tut. Safe. Weißt du, auch wenn die Leute, es ist nur eine kleine Anzahl der Menschen, die das verstehen und sehen wollen, aber es ist wichtig, es geht genau wie Maxim Mankiewicz, den ich so verfolge, der seine deswegen habe ich ja auch so ein Bedürfnis danach gehabt, auch die Reichweite zu geben irgendwie, weil ich wusste, was du erzählst, was deine Intention ist und was du den Leuten mitgeben willst und ich finde auch, dass es mehr Menschen geben muss, gerade im deutschsprachigen Raum, die so eine spirituelle Reise anstoßen und die da auch teilen mit den Leuten, weißt du, was ich meine so? Und ich verstehe deinen Kollegen aber, dass er sagt, dass es für ihn auch wichtig ist, immer mal wieder nach Deutschland zu gehen, auch fürs Reflektieren seiner eigenen spirituellen Reise, so weißt du? Weil du kommst ja von da, bist dann da weggegangen, kommst dann wieder dahin und dann merkst du oft auch erst, was sich entwickelt hat und wie du eigentlich weitergekommen bist und wie die Menschen vielleicht gleich geblieben sind und wo du dann einen Step gemacht hast, so weißt du? Ist ja mir jetzt auch extrem aufgefallen so.
Und Deutschland hat mir auch ein bisschen sogar geholfen, diese spirituelle Reise noch weiterzugehen. Gerade dadurch, dass es hier nicht so nice ist mit der Umgebung und so, dass du halt noch mehr in dich reingehst, anstatt ins Außen. Weißt du, wie ich meine so? So, deswegen verstehe ich den auch, aber ich unterschreibe das, was du sagst, dass es brutal wichtig ist, dass es Leute gibt in diesem Raum hier, die auch so eine Sachen erzählen, weißt du? Ja, weil es gerade, ich habe das Gefühl, es sind wirklich wenige Leute. Und wenn, dann sind das oft die Leute, die schon eh nur spirituelles Umfeld um sich herum haben seit Jahren. Und bei mir ist es eben nicht so. Ich, guck mal, ich habe ja einen ganz anderen Lifestyle. Ich bin Promoter, ich war auf Mallorca. Also ich habe ja Menschen um mich herum, die sind absolut gar nicht so bewusst. Weißt du, und die möchte ich aber auch irgendwo erreichen. Und ich habe das Gefühl, dass ich die auch mit den Jahren auch erreiche. Weißt du, auch wenn es länger dauert, aber wenn die mich verfolgen, weil die denken, oh, krasser Lifestyle, die ist im Ausland, und ich dann diese Sachen teile, erreiche ich die ja. Und dann denken die, oh, macht irgendwie Sinn. Weil die wollen ja immer wissen, Justin, wie machst du das denn, dass du da bist, wo du immer sein kannst? Wie machst du das denn, dass du, ne, in Mexiko bist, auf Mallorca, dass es dir wirklich auch gut geht, dass man das auch sieht, dass es mir gut geht? So in der Hinsicht von meinem Lifestyle her. Ne, auch wenn das natürlich emotional geht, es mir nicht immer gut, weil ich ja auch viel gerade erleben möchte und erfahren will und, ne, erkennen möchte und aufarbeiten möchte, aber so mein Lifestyle ist ja schon nice. Und ja, die Antwort ist aber auch das. Weißt du, die Antwort ist auch, du musst in dich reinhören, du musst an dir arbeiten, damit du in der Lage bist, dir diese Realität zu erschaffen, mit deinem Safe. Geist, mit deinem Menschen. Weißt du, es kommt nicht einfach angeflogen, wie die Leute denken. Das musst du Es ist eine selber Arbeit, das erschaffen, ist da gehört sehr viel, auch sehr weißt viel Arbeit dahinter, auf jeden Fall. Überhaupt eine du? spirituelle, also das spirituelle Erwachen oder auch generell sich damit zu beschäftigen, ist auch mit viel Schmerzen verbunden und mit viel, je nachdem, wie alt du schon bist, wie du gebrochen vom Leben schon bist, wie viel Scheiße du schon erlebt hast. Wenn du dann da reingehst und die Sachen hochholst, dann ist es natürlich auch mit Schmerzen, mit Tränen, mit sehr viel Scheiß auch verbunden, was dich dann aber am Ende besser fühlen lässt, so. Das merke ich auch immer Ja, das wieder. Leid auflösen, ne? Ja, genau. Du musst das Leid auflösen. Und das geht nur, wenn du dich damit konfrontierst. Das kannst du nicht verdrängen und denken, okay, weißt du, du musst dich dem stellen, Safe. um Du es musst es sogar auszulösen. fordern. Du musst sogar sagen, ich will das. Ich will das. Ich will das spüren jetzt. Ich will, dass es hochkommt. Ich will das nicht in mir haben. So, weißt du? So. Der Edin fragt gerade, wie du mich kennengelernt hast. Wie ich Leon kennengelernt habe. Leon habe ich kennengelernt. Wir hatten uns das erste Mal auf Mitsteins Geburtstag, ne? Auf den Geburtstag, ne? Ja, Ich glaube das auch. war das erste Mal, wo ich dich Ich gesehen weiß noch, habe. ich bin Ich da habe raus, dich. ich war mit Baro, mit meinem Freund aus Mannheim, der hat mich besucht zu dem Zeitpunkt. Ja, Und dann genau. sind wir da, wir waren nur kurz bei dem Geburtstag von Mitch, weil noch ein anderer Kollege von Baro da war und wir mussten da irgendwie hin und so. Wir haben nur Mitch gratuliert, sind dann rausgelaufen von der Cenote und dann bist du entgegengekommen mit einer Argentinierin, die ich aber vorher schon Ja. mal, mit der hatte ich schon mal irgendwie gequatscht oder so, weißt du? Und dann sind wir ins Wir Gespräch kamen mit gekommen. unserem Van an. Genau, ich weiß nämlich noch, weil ich kam mit dem Van an. Du standest da und ich wusste, dass du Mitch kennst, weil ich habe ja Mitch verfolgt und dich verfolgt auf Instagram. Ich hatte Echt? dich ja schon auf Instagram. Ja, zu dem Zeitpunkt ganz früher kannte ich dich noch nicht, aber dann habe ich dich irgendwann auf Instagram mal entdeckt wegen einem Erst irgendeine seit Mexiko oder Verschwörungssache, wo vorher? du. Nee, in Mexiko erst. Wo Glaube ich ich schon in erst, oder? Mexiko war, meine ich? Nee, ich weiß es gerade gar nicht. Scheiße, ich weiß es nicht mehr, Leon. Auf jeden Fall habe ich dann aber irgendwann gesehen, du bist. Ich kannte dich ja nicht von YouTube, sondern nur von Instagram. Irgendwie habe ich dich mal gesehen, ob ein Verschwörungsvideo oder irgendwas war das, was ich cool fand, ne? Und dann habe ich auf jeden Fall. Ja, Verschwörungsvideo. irgendwie. Und das habe ich voll gefeiert, ne? Sorry, aber es war irgendwas. Ja, du Irgendeine benutzt genau Sprache. diese Irgendwas. Klischeesprache, die die nutzen, um uns zu denunzieren. Alter, hör mal auf Ja, sorry, damit. aber du weißt, die Leute verstehen es doch sonst nicht. Ja, Weißt aber du? wir spielen den damit leider sehr krass in die Karten, aber ist egal. Ja, gut, Erzähl. sorry. Auf jeden Fall war das irgendein nices Video von dir, wo du wirklich Real Talk gemacht hast, sagen wir es mal so, hatte ich gefeiert. Nee, ich glaube es, ja, ich glaube, das war so. Ich kannte dich schon mal von diesem Video, hab dir aber, glaube ich, nicht, bin dir nicht gefolgt und habe aber dann irgendwie habe ich dich entdeckt, du warst in Tulum. Das ist safe. Ah ja, Und okay. deswegen habe ich dich verfolgt. Und dann, ich kannte ja auch Mitch sowieso schon länger vom Hostel von damals schon, also von vor 2 Jahren oder so. Und dann hast du Genau, und gesehen, dann dass habe wir ich, abhängen, wa? dann wusste ich, ihr kanntet euch, und wo ich dann da angekommen bin und du da standest mit diesem Roller, habe ich dich gefragt, hey, ihr seid doch auf Mitch dein Geburtstag, wo ist das? Weil ich nicht wusste, wo rein man gehen musste. So kam das, dass wir dann geredet hatten, weißt du? Ah, okay, Ja, ich habe dich gefragt, crazy. ey, ihr wart doch auch, ne, bei Mitch. Und dann weißt du, ja, und wo ist das? Ja, da rein. Und dann kamen wir ins Gespräch, da haben wir gleich Instagram ausgetauscht. Ja, Und ich du weiß sagst, noch. ja, ich habe dein Instagram. Und dann, so kam das ja, dass wir in, genau, so kam das, durch den Geburtstag. Und dann haben wir uns ja nochmal auf dem zweiten Geburtstag irgendwann gesehen, das war auch Das war witzig. danach, ne? Und dann, Der andere ja, Geburtstag war danach, danach, immer ne? wieder.
Ja, das war auch voll der Zufall, ey. Voll der Zufall. Ich war ja mit jemandem da, der auch in demselben Gebäude gewohnt hat. Ne? Ja, warte, toll, nein. Ja. Ich hab doch dieses Mädchen. Nein. Digga, du weißt gar nicht, was das für ein Zufall war. Ich erzähl's dir jetzt. Ich hab deine Freundin, die Freundin von dir, habe ich gematcht auf Tinder. Ah, ja. Okay. Ich hab die gematcht auf Tinder und die hat gesagt. Und die hat gesagt, lass uns treffen. Und die hat gesagt, die ist Tätowiererin und ich habe gerade eine neue Tätowiererin gesucht. Und dann habe ich gesagt, okay, lass mal treffen, lass mal quatschen. Und dann bin ich zu ihr gefahren und dann stand Tolga auf einmal da. Sie wusste schon, dass ich Tolga kenne, aber die haben mir vorher nichts gesagt. Weißt du, was ich meine? So? Nee, aber nicht. Dann kam ich auch noch, Alter. Nee, dann hat die mich zu ihrem Geburtstag eingeladen und so und dann warst du auf einmal auch da. Krass auf jeden Fall. Yeah. Krass. Und dann haben wir uns ja noch ein paar Mal auf der Straße immer getroffen. Ja. Durch Zufälle. Ja. Und im Fitnessstudio. Und so kam ja dieser erste Talk bei dir zustande. Und ja, so kam das. Interessant, das war auf jeden Fall so. Das war schon der erste Van-Talk, Justine. Ja, eigentlich schon. Das war der erste Van-Talk, Mann. Da ist es so, also da ist so dieses vorm Van sitzen, quatschen und so. Weißt du, was ich meine? So. Geiles Format. Ich fand die Idee mit dem Van halt geil, aber es war ja nicht mein Van. Weißt du, was ich meine? Ja, genau. Ich fand die Idee halt nice, so. Weißt du, was ich meine? So, deswegen ist es geil, dass du das jetzt umsetzt. Ja. Also für alle Leute, die nicht wissen, von was wir reden, Justine macht auch YouTube und die macht so ein Format, Van Talk, wo die halt mit vielen verschiedenen Menschen, die gerade in Mexiko sind, Talks macht so. Heute hast du auch wieder eins rausgehauen, ne? Ja, mit Nele, digitale Nomadin, finde ich auch sehr spannend. Nee, war ein cooler Talk, weil sie hatte Panikattacken mit Zeit lang und jetzt reist sie durch die Welt und macht ihr Ding, ne? Die ist jetzt in Costa Rica, war davor in Mexiko und die ist so, also mega offen gewesen. Da dachte ich mir, wenn ich so kommunikative Leute treffe, wo ich weiß, hey, mit denen kann ich geil ein Gespräch führen, vor der Kamera, das ist ja auch nochmal ein Ding, ob du so Leute, nicht jeder will sich vor eine Kamera setzen, ne? Und kann überhaupt auch so offen reden. Und bei ihr dachte ich mir, okay, passt, geil. Ich bin mal gespannt. Wer da noch so kommt. Ja, ich werde mir das später mal beim Essen, werde ich mir das mal reinziehen. Ich bin auch gespannt, ey. Was da so geht. Cool. Was die so erzählt. Ich will auch unbedingt mit dir nochmal einen Talk machen übrigens. Hab mir schon überlegt, man dann reden kann. Wir müssen, wenn ich zurück bin, müssen wir zwei, also wir müssen, ich will, erstmal bin ich dran. Erstmal mache ich mit dir wieder ein Update. Weißt du, was ich meine? So. Ja. Zu dem ersten Talk, den wir gemacht haben. Genau. Dann mache ich ein Update mit dir. Genau. Geil, Alter. Hat sich ja einiges ergeben. Weißt du, was ich meine? Da sind auf jeden Fall 3, 4, 5 Themen hochgekommen, so, die man auf jeden Fall nochmal ein bisschen auseinandernehmen kann. So. Der Sedat fragt, ob du dort lebst. Ja, du lebst dort seit, wie lange jetzt? 7 Jahre, ne? Oder? 7 Jahre bin ich schon da. Und alle haben mich ja mal gefragt, wie ich das mache, mit Visa und so weiter. Also ich hatte tatsächlich auch kein Visa. Ich bin eigentlich noch in Deutschland gemeldet und ich bin eigentlich nur als Tourist hier. Aber man kann schon sagen, dass ich hier lebe und jetzt bekomme ich auch mein 4-Jahres-Visa im ersten Jahr. Aber Juni. Du bist noch, also, gut, dass du es sagst, du bist noch in Deutschland angemeldet, du hast noch eine deutsche Adresse, du bist ganz normal, Urlaubsvisum, dies, das, bla bla bla. Ja. Und es ging alles gut, ne? 7 Jahre lang. Ging gut, ja, ich das will ich auch noch mal kurz sagen. Ich finde das immer krass, wie die deutschen Menschen immer alles sehr komplizieren. Weißt du, sie wollen immer, ja, wie mache ich das denn? Und da muss ich doch das machen, wie mache ich das mit dem? Und ich sage immer, geh doch einfach mal los erstmal, wenn du wirklich den Wunsch hast, ins Ausland zu gehen, geh erstmal los. Und guck dann, es wird sich alles fügen und ergeben, weil man kann nicht vorher schon alles so genau planen. Das wir ist sind geprägt, wir sind geprägt mit Ängsten, Justine. So, gerade hier. Ist schade. Ist voll schade. Scheiße. Ich brauch doch auch diesen Arschtritt immer wieder. Du weißt doch, gestern hast du mir auch gesagt, so. Wo ich dann auch erst dachte, so, warum macht die mich jetzt fertig? Aber eigentlich hat die recht. Ja, weil ich das immer wieder höre und ich kann nicht mehr. Guck mal. Schau dir die Leute an, die es gemacht haben und frag sie, wie sie gemacht haben. Dann sage ich den Leuten, wie ich es gemacht habe, weil sie es wissen wollen. Und ich bin nicht die Einzige. Ich kenne auch 1000 andere Beispiele, okay? Die ich auf den letzten 7 Jahren getroffen habe. Und dann sage ich den Leuten schon, wie es geht und sie machen es immer noch nicht. Dann kann ich nicht mehr helfen. Es tut mir leid. Wie oft soll ich es denn noch sagen? Geh doch einfach mal los. Ja, vor allen Dingen, du weißt halt doch nie, du kannst es nicht planen, Mann. Du weißt nie, was passiert. Du weißt nie, wie es kommt und so. Und wenn du daran glaubst, dass alles gut wird und dass alles funktioniert, dann wird es auch funktionieren, Mann. Das ist halt, man weiß, ich weiß das alles und bin trotzdem wieder, ich weiß nicht, ob es nur an dem Land liegt, weil ich hier lebe wieder, dass die Ängste wieder größer geworden sind, so. Aber nur deswegen, obwohl ich eigentlich die Wahrheit weiß, ich spüre sie auch, aber ich traue mich nicht, weißt du so?
Teilweise. Das ist ja das Problem. Es geht ja, du kannst doch so viel hier denken und wissen. Es geht letztendlich darum, wie du es dann wirklich umsetzt, Ja, wie du genau. dein Leben umsetzt. Weil hier dieses Ja, ich weiß ja, das bringt dir gar nicht weiter, wenn du es nicht wirklich dann auch tust. So. Und das ist, wenn du wirklich ein schönes Leben leben willst, dann musst du mutig sein. Und wenn Hier, du Angst hast, ist okay. Du kannst. der Sedat fragt auch direkt, mit wie viel Kapital bist du denn da hingegangen? Das ist auch wieder so eine Frage. Okay, ich muss euch ganz ehrlich sagen, früher war es so, ich habe, wie war das denn? Ah ja, erstes Mal Mexiko. Ich war vorher in der Schweiz, habe dort einen Monat gearbeitet, das habe ich früher jedes Jahr gemacht und habe da immer meine 4.000, 5.000 Euro gehabt, nachdem ich in der Schweiz war und bin damit dann nach Mexiko. Und Dann war ich hast dann so drei lange gelebt, Monate, bis du dann wieder arbeiten bis gehst, das quasi, Geld ne? dann. So war es bei mir. Ich habe dann saisonal gearbeitet. Das heißt, ich war dann mit diesen 3.000, 4.000 Euro hier. Dann bin ich nach Mallorca, habe wieder ein bisschen Geld gespart, bin wieder rüber. Ich habe das so gemacht. Und dann irgendwann halt, das meine ich ja, du wirst dann sehen, es wird sich fügen. Irgendwann habe ich dann gesehen, oh, ich kann Airbnb machen. Dann haben sich die Dinge ergeben. Und dann So, habe ich dass du auch nicht hier ein mehr bisschen so viel eingekauft. rumreisen musstest, ne? Sondern dass du auch stabil einfach mal jetzt auch ein paar Jahre einfach da bleiben kannst. Ne? Genau, Nicht und falsch ich. verstehen, Sedat, wir haben dich jetzt gerade nicht ausgelacht, ne? Das war nur so, ich weiß ja, wie Justine es gemacht hat mit Kapital. Wie viel Kapital hast du? Das war halt lustig für mich nur. Ja, weil ich halt nie Kapital hatte, genau. Ja, ich Aber das, wusste, also das, ja, ja, erzähl. was ich noch sagen will, heutzutage ist es ja sogar noch einfacher, irgendwie digital zu arbeiten. Guck mal, vor 7 Jahren war das auch noch nicht so ein Ding. Heutzutage ist ja jeder zweite irgendwelcher digitalen Nomade. Kannst du irgendwas online hier, Assistentin für Marketing und so ein Scheiß, was man nicht alles machen kann? Weißt du, heutzutage gibt es ja so Möglichkeiten viele gibt's. Ja, Möglichkeiten. ja. Ja, Ja, das war auch früher ja auch noch nicht so krass. hundertprozentig. Wir haben ja gestern auch ein bisschen drüber gequatscht, auch was gerade auch jetzt mich zum Beispiel angeht, mit meiner deutschen Reichweite, wenn ich wieder rüberkommen sollte und auch da, wo ich schon drüben war, mich haben jeden Tag 1.000 Leute wegen irgendwelchen Sachen angeschrieben und ich war halt einfach, ich wollte erstmal Gute mein Leben, Vermittlung, dies, genau. das, ja, Ich wollte halt ne, zum erstmal so, Beispiel. ich musste die Zeit doch erstmal für mich genießen, so, weißt du, ich weiß das auch, dass es wichtig für mich war, auch nicht zu viel zu machen, nicht zu viel Druck direkt von Anfang an zu machen, sondern erstmal das echte Leben in meinen Augen zu genießen, so. Ich habe zum ersten Mal diesen Vibe auch gehabt in meinem Leben, so, weißt du. Aber jetzt, wenn ich das nächste Mal Ja. komme, dann werde ich auch ein bisschen mehr versuchen, den Fokus auch darauf zu legen, dass man auch, weil da sind viele Möglichkeiten. Gerade als Deutscher, wenn du kommst mit großer Reichweite, tausende Leute kommen gerade, weißt du? Da kannst du sehr, sehr viel tun Ja, und machen. sehr, sehr, sehr viel. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Und das wirst du sehen, wenn du einmal darüber nachdenkst und beginnst, den ersten Step zu machen, wie bei mir zum Beispiel, wo erstes Mal Airbnb, erstes Mal eine Yacht vermietet, erstes Mal dies und dann siehst du, oha. Und dann kommt das ja alles. Überleg mal, du bietest eine Yacht angenommen, ja, eine Yacht an, gehst einmal rauf, machst einen Blog dazu. Die Ich Leute habe sehen, das ja wow, wie auch. nice das ist. Und Das Ding so ist ja, geht das dann ich voran, war ja? ja auch, ich war ja auch am Anfang auf viel mit Yachten und viel mit Partys und viel mit Leuten unterwegs, die heftigsten Connections hatten in Tulum, so heftigsten Connections. Aber ich habe halt das für mich gemacht, weißt du? Ich habe noch gar nicht so gedacht, so, ey, ja, Ja, okay, ich ja. kann das dann auch an andere Deutsche, die kommen und so. Weil voll viele haben mir auch geschrieben, Bro, wo warst du da? Mit wem warst du da? Was geht da ab und so? Ich hätte voll viel machen können in dem Bereich, aber ich war so, ich wollte erstmal dieses neue Leben da irgendwie leben, so, weißt du? Deswegen habe ich Ja, da nicht so viel verständlich. gemacht in der Richtung. Aber du hast hundertprozentig recht, da kann man extrem viel machen. Hier einer fragt im Chat gerade, Yasuke fragt gerade, gibt es Zufälle? Nee. Siehst Gibt du? keine Weißt du Zufälle. Bescheid, Digga. Ich sage auch nein. Man kann zwar denken, oh, das war jetzt ein Zufall, dass ich den, manchmal benutze ich das Wort tatsächlich auch noch, aber ganz ehrlich, Leute, gibt es nicht. Alles dein Schicksal, es kommt alles so, wie du dir es vorher einmal ausgesucht hast und auch worauf du dich fokussierst. Wenn ich sage, ich möchte in einem Jahr da und da sein, dann müssen genau die Dinge eintreffen auf dem Weg und ich muss genau die Menschen treffen auf dem Weg, die mich dorthin führen, die meinen Safe. Weg unterstützen, weißt du? Und dadurch gibt es keinen Zufall. Deswegen muss man auch nicht denken, ich wäre fast gestorben, ich wäre fast dies oder das wäre fast passiert. Entweder es ist passiert oder nicht, ich weiß gar nicht, dieses fast, wer sich dieses Wort ausgedacht hat. Manchmal benutzen wir sehr unbewusst, finde ich, diese Schlimmer Wörter, wir sind Deutschen. sogar noch Weißt hätte diese, die danach kommen, nicht fast, sondern hätte, wäre und wenn. So. Ja. Das gibt's Ja, ja gar natürlich, nicht. es Diese gäbe ein. Realität gibt's aber Nee, nicht. eigentlich, genau, eigentlich gibt Es es ist ja gar nie nicht. eingetreten. Es war nie real. Es Ja. war nie echt. Es war nie da. Hätte ich Und das es hätte gemacht, nie wäre ich passieren dahin können. und wie hättest Ja. du. Hä, was laberst du? Du hast es doch gar nicht gemacht, so. Hätte gibt es eigentlich nicht. Es gibt kein Hätte, weil du hast es ja so gemacht, wie du es gemacht hast. Genau. Du hätt, es wäre ja kein anderer Weg gewesen. So. Ja, Deswegen, es ich war bin nicht gespannt, Realität. wie. Ja.
Deswegen ganz wichtig, ich finde die Sprache zu nutzen, ist etwas sehr Powerfules, sehr kraftvoll, was wir sagen, was wir damit bewirken. Und wir benutzen oft sehr, also wir, gerade die Deutschen, So die wie ich reden so viel gestern, über weißt du noch? Dinge, die sie nicht wollen. Und So wie ich gestern, was weißt du meinst du noch? genau? Am Telefon. Ich kann Ja, nicht. so Ich sag haust einfach, du ich oft kann nicht raus. so. Ich hau das einfach Ja, raus so. du haust einfach das raus, ohne darüber nachzudenken. Du weißt ja, dass es nicht stimmt. Ja, ich Du weißt weiß. ja, du kannst. Ich Aber du weiß. sagst dann, ich kann nicht. Und das ist so powerful, weil das gestaltet deine Realität, diese Schwingung, dieses Wort. Und deswegen, ich habe schon überlegt, man muss echt sich dessen, man muss weniger reden. Und nur die, ich, du sag ich gerade, die viel redet, ne? Aber ich versuche echt jetzt Nein, auch, aber du ja, sagst richtige Sachen. Wichtige ja, Sachen. ich versuch wirklich darüber nachzudenken vorher oder mir das anzugewöhnen, dass ich nur noch die Wörter benutze, die ich wirklich, oder nur darüber rede, was ich wirklich in meiner Welt haben möchte. Ich So. konzentriere mich nicht mehr auf Bullshit. Weißt du, das So. brauche ich nicht. Das ist Nee. Energieverschwendung. Ja, das ist Hundertprozentig. wichtig. Hundertprozentig. Ich merke das auch. Ich merke das auch. Und das ist eigentlich, es ist auch, gerade wenn du in der Öffentlichkeit stattfindest und dich dann zum Beispiel in einem Publikum aussetzt, wenn du live gehst oder wenn du ein Video machst oder wenn du dies machst oder das machst und so, da kommt ja sehr viel Bullshit. Weißt du, was ich meine, so? Da sich so, weißt du, da so den Abstand zu behalten, das ist voll wichtig, Mann. Und da mir zum Beispiel, bei mir ist extrem wichtig, so eine Talks zu haben, mit Menschen zu reden, die auch eigentlich das checken, wie es läuft. Weißt du, was ich meine, so? Einfach Ja. dieses Austauschen mit Leuten, die auch wissen, okay, Bro, ist egal, was Leute über dich denken. Hör auf dich. Mach so, achte auf die Worte, die du sagst. Du ziehst das an, was du denkst und was du aussprichst und so. Das ist für mich voll wichtig, das oft zu hören. Deswegen brauche ich dich auch. Oh Mann, das ist süß gesagt. Und es ist tatsächlich auch wahr, es ist sehr wichtig. Und du wirst aber sehen, dass du, umso mehr du dich damit auseinandersetzt und darüber, ne, dich damit beschäftigst, ziehst du das ja auch an. Das heißt, die ganzen Leute, die nicht mehr dem entsprechen, dem in Schwingungen entsprechen und deinen Vibe, sag ich mal, die werden sich entfernen von dir. Ob du das willst oder nicht, sie werden sich entfernen. Du darfst halt dem Ganzen keine Aufmerksamkeit geben, wenn Nee, du, das hatten wir genau, gestern geredet, wenn du das ist darum es. reagierst und darüber redest mit Menschen, Leon, du schenkst dem doch Aufmerksamkeit. Wie soll das denn aus deinem Leben verschwinden? Das geht gar nicht. Ich Weißt du, küsse das dein ist so Herz. wie, du hältst was fest und denkst dir, ich will es loslassen, hältst es aber eigentlich fest. Wie soll das denn gehen? Also, Entschuldigung, aber es geht nicht. Ja, ich schwöre. Wie sagen hier, jetzt schreibt einer gerade geiler Talk, Tour 600, die ist eigentlich voll die. Voll cool, die Justine. Mann, nicht eigentlich. Die ist schon immer cool, Mann, Alter. Ihr habt es noch nicht gerafft. Ich zeig es euch nur. Ich schiss dir, Alter. Danke. Mich hat noch einer hier gefragt, hier beim Skype, ob ich manchmal in Spanisch denke, weil ich schon so lange hier bin. Kann ich ganz Ah, kurz krass. beantworten? Ja, Nein. mach mal. Nein, ich denke nicht auf Spanisch. Also tatsächlich denke ich nicht auf Spanisch. Ich denke wirklich auf Deutsch. Und manchmal vielleicht auf Englisch, Ich aber auf schwöre bei mir Spanisch nicht. auch, wo ich drüben war. Und immer noch sogar, ich habe das bis jetzt noch nicht raus und daran merke ich auch, Bro, ich denke immer noch ab und zu auf Englisch. Voll geil. Ah ja? Ja. Wow. Da will ich auch Weil eigentlich ich finde hin, halt, weißt du? Ich ziehe mir auch viel es ist englischen auch, Content rein und so. Ich will dahin auch, ja, weißt es ist auch geil, weil ich habe jetzt mal, guck mal, ich bin ja mit vielen Leuten gerade, die Englisch sprechen, auch mit vielen aus Amerika, ne? Wirklich richtige Amerikaner, die wirklich das Englisch halt nutzen, wie man es nimmt, nicht dieses Gebrochene von den Mexikanern. Und ich beobachte ein bisschen die Sprachen einfach mal, was sie für Wörter benutzen. Und mir fällt oft aus, auf, das Deutsch ist schon eine geile Sprache, man kann es wunderschön benutzen. Wenn ich zum Beispiel Xavier Naidoo reden höre, denke ich mir, wow, ich liebe Deutsch. Weißt du, wie ich meine? Der benutzt tolle Wörter und ist irgendwie so voller Liebe und es schöne Wörter. So, jetzt gucke ich die normalen Deutschen an. Ich finde, die benutzen oft so, das ist keine Love Language. So, dann höre ich manche aus Amerika und die haben eher die Love Language. Weißt du, I love you, was wir auch geredet haben. Die sagen ganz oft, I miss you, my friend. I love you. Und Ja, take das ist care. Und so. die sind so, weißt du, das ist ein ganz, wie du die Sprache einfach benutzt. Ich Aber finde das so schön, das macht man auf Deutsch die nicht. deutsche Sprache gibt es aber eigentlich her. Also die deutsche Sprache, wir sind ja ein Land der Denker und Dichter, sage ich mal an der Stelle. Auch krasse Gedichte geschrieben hier und auch Liebessachen und so. Weißt du, was ich meine so? Aber Leider nutzt keiner. ist verloren gegangen. Wer sagt Deswegen. denn, hey, ich vermisse dich, mein Freund? Oder hey, ich liebe dich und Wer pass kann auf sich dich noch auf? erinnern? Und wer Ulysses, I sagt denn love you, sowas? man. Ich bin einer, der das halt krass geprägt hat, dieses I love you und so in Deutschland. Muss man schon sagen. So. Wo ich in der Fieber auf die Bühne gegangen bin und I love you, man und so gesagt. Ich finde auch unter Männern und so. Ich finde das wichtig und richtig, dass man, wenn man Leute in seinem Leben hat, die einen lieben und die man liebt, dass man das denen auch sagt. Weißt du, egal ob du jetzt ein Mann bist oder nicht, I love you, man. Was läuft, Digga?
So. Ja, und das ist mir aufgefallen auf Englisch, aber auch auf Spanisch. Da Was sagen weißt die du, was mir Leute, que aufgefallen ist? quiero Ja, mucho, möchte. weißt du, was mir aufgefallen ist? Bei mir ist so die Lockerheit im Englischen, beziehungsweise ich habe nicht mehr so viel gelabert auf Englisch, weißt du? Auf Englisch war es eher so, ich habe es geschafft, auch mit weniger Sätzen die Dinge auf den Punkt zu bringen. Deutsch ist immer so kompliziert Ja, irgendwie. Ich laber dann immer so genau. viel. Dann sagst du noch das, Ja. weil du das noch so irgendwie beschreiben willst und so. Englisch ein Satz auf süß und dann bist du durch Englisch, weißt du so? Ist ein bisschen einfacher, die Sprache Ja. ist ein bisschen einfacher so. Ja, genau, es trifft es mir auf den Punkt. Habe ich auch oft das Gefühl. Die sind um den Brei reden. Das machen wir Deutschen auch. Dieses Ja, weil wir breiige es können Gelaber, auch, weißt du, Alter. weil wir die Sprache dafür haben, Mann. Die Sprache ist ja dafür da, Ja. schön so drumherum zu reden und so. Ich meine, ich finde es auch geil. Das macht ja auch, das macht dich, das ist ja das, was die Deutschen so nach vorne, dieses Intellektuelle halt, weißt du, das wirkt ja sehr intellektuell, wenn du dann nicht mit einem Satz antwortest, sondern mit 40 Sätzen. So. Ist auf Leider. jeden Fall ein großer Unterschied zwischen den Sprachen. Ich finde es mega spannend, das zu Safe. beobachten. Und Safe. ich spreche auch mittlerweile sehr gerne Englisch. Früher gar nicht und mittlerweile ich liebe es einfach. Ich fühle mich manchmal, früher, ich habe ja immer gesagt, ich kann nicht so richtig, ich habe immer das Gefühl, dass sie meinen Humor dann nicht richtig checken und wer ich bin, dass ich eine andere Persönlichkeit bin auf Ja, Englisch. genau, das Aber hatte ich auch. mittlerweile, ne, hat man so ein bisschen. Ich habe immer das Gefühl, die werden mich nie richtig kennenlernen, wie ich wirklich bin. Ja, aber Aber umso mehr du stimmt lernst, auch. umso Ja. mehr du lernst, umso mehr geht das genau in diese Richtung so, in deine echte Umso mehr geht, Persönlichkeit rein. geht das genauso. Und außerdem, vielleicht macht es mich auch irgendwo zu einem entspannteren Menschen auf der Sprache. Das Vielleicht habe bin ich ich auch irgendwie gemerkt. da auf der Sprache, weißt Ich bin du? auf So. Englisch viel cooler, Digga. Viel cooler. Aber dann kannst du deine Wörter nicht mehr so benutzen. Weißt Ist du, diese, egal. du benutzt Ist ja auch egal. gern. Ich bin mal gespannt, wenn die ersten Talks kommen und wenn ich auch ein bisschen confidenter in der Sprache werde. So, ich habe das Gefühl, ich bin einfach viel entspannter so. Weißt du, was ich meine? So, ich bin wie du gesagt Ja. hast, einfach cooler so. Bisschen gechillter, Mann. Nicht so, auf Deutsch bin ich fremd, so, das ist ja natürlich, das hängt auch mit der Vergangenheit in Deutschland zusammen, glaube ich. Ich bin auch Deutscher. Das triggert so die deutschen Eigenschaften. Weißt du, wie ich meine? Wenn ich Englisch rede, triggert das, glaube ich, mehr diese anderen Eigenschaften, diese lockereren, cooleren Eigenschaften, die ich ja auch in mir habe, weil ich ja halb-halb bin so. Das Ding ist, man darf nicht unterschätzen, dass ganz wichtig ist, wenn man so leben will wie ich, sage ich mal auch, Connection ist alles. Ich sage immer, Connection ist meine stärkste Währung, weißt du? Das heißt, ich muss mich dazu zwingen, dass ich Leute kennenlerne. Anders hätte ich mein Leben nicht, wie es ist. Alles, was ich habe, ist durch Kontakte. Alles. Alle mit allen Leuten, die ich zusammenarbeite, wie ich gerade Geld verdiene, ist alles entstanden, weil ich Kontakte habe. Und das kriege ich nur hin, wenn ich rausgehe da in die Welt. Wenn ich jeden Tag hier sitze vorm Computer, passiert das nicht. Deswegen brauche ich diese Balance. Ich musste zeitlang raus, Leute kennenlernen und dann kann ich mich wieder verschließen und wieder meine Dinger machen, weißt du? Aber es ist wichtig, es ist ein ganz wichtiger Teil davon. 100 Auch Pro. meine ganzen, ne, dieses ist wirklich, wirklich, wirklich ganz, ganz wichtig, weil sonst kommst du nicht weit. Es gibt Menschen, die reisen auch und die kennen kaum jemanden, was ja auch nicht schlimm ist, aber dann kannst du nicht das dir so aufbauen. Du brauchst noch andere Leute, du brauchst Connections Hilfe, sind für alle weißt du? Menschen wichtig, Mann. Ich glaube auch daran. Ja. Wenn wir uns alle gegenseitig unterstützen und supporten würden, jeder, der jeden kennenlernt, jedem das geben würde, was er ihm geben kann, so, dann wären wir alle viel glücklicher, happier und viel näher an unserem Ziel. So. Voll. Immer wenn ich meine 369-Methode mache, und das will ich jetzt ganz kurz mal sagen, das ist ganz wichtig, dann trifft das ein. Immer was ich aufschreibe, trifft ein. Das ist wie Magie. Und das ist so wie, was labert die Alter? Aber stimmt, ich schwöre es dir, es stimmt, es ist so powerful. Und vor allem, wenn ich faste, ich faste ja gerade Tag 9, ne? Alter, es ist auch sehr Das ist powerful. krass, ne? Aber du Und bist was noch? krass beim Fasten. Du machst ja, du isst ja gar nichts. Die ganze Zeit, Nee, ne? ich bin krass, ja, ich bin aber auch ein krasser Mensch. Also, Entschuldigung, ich bin sehr extrem mit meinen Sachen. Justine Egal, um isst was es einfach geht. gar nichts. Nicht mal, wenn die Sonne untergeht oder so. Die isst einfach gar nichts, Digga. Jetzt Und du gar willst es nichts. den ganzen Monat durchziehen, ne? Also du Oh hast mein jetzt. Gott, ich bete zu Gott, bitte gib mir die Kraft, dass ich das machen kann, ja. Genau. Ich Du will willst es das. jetzt nicht aussprechen, weil es sonst zu viel Druck ist und so, aber du Ja, eigentlich. viel Druck. Ich würde sehr gerne bis zur Ayahuasca-Zeremonie das machen. Wir werden Nein, sehen. das Ich weiß ist nicht. Aber es krass, kann jeden Digga. Tag es kann jeden Tag kippen. Ne? Ich bin auch kein. Gestern war Klar. auch so ein Tag, wo ich dachte, boah, irgendwie Bei ist mir komisch. Hat auch. der echt, ja, du musst beim Fasten so bewusst sein, weil du musst denken, was ist gerade mit mir los? Möchte ich jetzt essen, weil ich wirklich hungrig bin? Möchte ich essen, weil ich gerade seelisch irgendwas brauche? Gestern zum Beispiel war mir ein bisschen komisch im Magen, dass ich glaube, ich hatte eine falsche Kokosnuss oder so. Da habe ich auch gedacht, was ändert es jetzt, wenn ich esse, wenn es mir nicht gut geht im Magen? Es hilft mir gar nicht weiter. Weißt du, es würde mir nicht weiterhelfen. Es war kein Hungergefühl, es war irgendwas Komisches. Ich dachte, warte mal bis morgen und heute ist wieder gut. Weißt du, du musst wirklich in dich reinfühlen und nicht einfach so handeln, ja, ich glaube, ich muss jetzt was essen. Du Weißt du, musst was ich. wirklich
überlegen, ne? Weißt du, was ich halt krass, was ich merke, ist auch, wenn zu viel, ich nenne es jetzt mal normales Leben auf einen einprasselt, während man fastet, so, dann ist es voll schwer. Dann kommt man sofort auf die Gedanken, ich will jetzt aufhören, ich will jetzt auch wieder normal leben, ich will mich wieder um die Sache. Also wenn ich mir zu viel Gedanken über Zukunft mache, wenn ich zu viel mich stressen lasse von irgendjemandem oder von irgendwas, so, dann komme ich sofort aus dieser Balance raus, weißt du? Ich müsste mich, also ich merke, ich könnte den ganzen Tag meditieren, den ganzen Tag Yoga machen, den ganzen Tag dehnen, in der Natur rumlaufen, sowas machen, und dann wäre alles nice, weißt du? Aber sobald das normale Leben kommt, so dieses normale menschliche, fleischliche Leben, so, fällt es einem viel schwerer, so, weißt du? Ist schon krass. Ich weiß, ja, weil wir uns ablenken mit Essen. Es gibt uns etwas in dem Moment und das fällt dann weg. Weißt du, wie ich meine? Natürlich fehlt das. Aber im selben Moment, also gut, vielleicht ist bei dir beim Fasten anders. Bei mir ist es immer so, wenn ich faste, es passieren nur tolle Dinge. Mhm. Ich habe noch nicht erlebt, dass ich beim Fasten irgendwelche Probleme hatte in meinem Leben. Noch nie. Beim Fasten passieren nur Wunder. Ich bin sehr fokussiert und ich ziehe alles an, auf was warum ich hängt deine Cam? Warum hängt deine Cam die ganze Zeit, Mann? Das nervt mich voll. Egal. Wegen Internet wahrscheinlich, ne? Internet ist nicht so stark wie immer. Sorry, wie immer, ich habe dich schon unterbrochen. Nee, ist nicht schlimm. Auf jeden Fall wollte ich nur sagen, dass ich so in der Energiemodus bin, ich vibe richtig high, die Schwingung ist hier oben. Und das ist kein Bullshit, wenn Leute sagen, dass du gucken musst, wie du schwingst. Genau wie Mente in dem Talk gesagt hat, fand ich sehr nice. Das habe ich auch rausgeschnitten am Anfang, wo er sagt, dass du, wenn du hoch schwingen willst, also wenn du dieses Gefühl haben willst, dann musst du auch essen, was schwingt, also was hoch, was energetisch ist. Das sagt der Bre aus dem Rastafari, den ich mir reinziehe, der sagt das auch immer so. Ja, deswegen, du kriegst das Momentum. Du kriegst dasselbe Momentum von den, wenn du Vegetables isst, dann hast du dasselbe Momentum wie Vegetables. Weißt du, was ich meine? Wenn du Fleisch isst, kriegst du dasselbe Momentum wie Fleisch hat halt. Deswegen sind die Menschen so aggressiv und so. Weißt du, wie ich meine? So, die Society wäre viel liebevoller, viel im Umgang miteinander, viel harmonischer und viel höher, higher vibrations halt, wenn wir uns alle organic, natural ernähren würden. So. Kriegt man halt nicht. Ich glaube daran nicht. Ja, das glaube ich auch total und ich bestätige es, weil ich habe es ausprobiert. Ich habe alles schon ausprobiert. Man muss, weil manche Leute glauben das nicht, aber die haben es noch nicht ausprobiert. Teste mal, mach mal einen Monat eine Frucht- und Gemüsekur, mach das mal und dann guck mal, wie du dich fühlst. Faste mal einen Monat und guck, wie du dich fühlst. Aber einfach zu sagen, nee, das glaube ich nicht, das stimmt nicht, das ist Bullshit oder glaube ich nicht so richtig, bei mir glaube ich nicht, geht nicht. Du musst es wirklich machen. Das Safe. Ist ganz wichtig. Najib, was geht ab, man? Alles gut bei mir, bei dir hoffentlich auch. Federn sagt, Justin hat recht. Kankosch 1 sagt, fastest du auch, Leon? Ja, also auf meine eigene Art und Weise halt, ne? Anders. Ich esse halt den ganzen Tag nichts und mach halt auch nichts anderes, außer ein bisschen Wasser trinken und ein bisschen Tee. Aber ich faste halt, was Essen angeht, aber auch was zum Beispiel Konsum angeht, weißt du? Ich guck mir keine Pornos an, ich höre mir keinen Scheißdreck an, ich höre mir keine dreckige Musik an, wo viel Beleidigung oder viel über Frauen gerappt oder gesungen wird und so. Ich gebe mir eigentlich nur so positive Vibes, weißt du? Ich gehe raus in die Natur. Ich versuche auch vom Leben zu fasten und nicht nur jetzt Essen zu verzichten, weißt du? So. Das bringt es auch mit sich, das Fasten. Das, ich glaube, ob man das gezielt sich aussucht oder nicht, es passiert. Automatisch. Weißt du, dass du einfach das dann spürst, dass du dann mehr rausgehen willst, spazieren gehen willst und dass du keinen Bock hast, dir das anzugucken, sondern eine Meditation machen möchtest. Ja. Das ist ja das Besondere am Fasten. Deswegen geht es dir auch am Endeffekt komplett viel besser, weil du die ganzen Details anders machst als sonst. Aha. Und das ist ja dann ein großes Ganzes und dann fühlst du dich am Ende so geil und du denkst dir, wow, Fasten ist mega. Warum? Nicht, weil du einfach nichts isst, weil du alles anders machst. Ja, ja, genau. Es passieren auch ganz andere Dinge. Ich bin zum Beispiel viel ruhiger, ich bin viel entspannter, ich bin viel mehr in meiner Mitte so und dadurch fallen mir ganz andere Sachen auf, weißt du, dadurch verhalte ich mich auch Menschen gegenüber anders und so. Also ich höre oft auch von Leuten, gerade im Real Life so, wenn ich faste, dass ich einfach anders bin, weißt du, so. So, und das ist halt schon nice. Einer schreibt gerade, will mir gerade sagen, dass ich das Wort Vegetables falsch ausgesprochen habe. Ich spreche das so aus wie der Jamaikaner in dem Video, deswegen. Ich feiere das, wie Jamaikaner Englisch reden. Ich liebe das. Dopaminfasten, auch interessantes Thema. Ja, das ist ja auch so ein bisschen das, was ich mache, ne? Mit keine Pornos gucken, Selbstbefriedigung und diese Sachen. Das ist ja gerade das, was Dopamin ausschüttet. Drogen, Alkohol, Sex, Selbstbefriedigung, so eine Sachen halt. Mhm.
Und das sind auch die Sachen, auch im Islam habe ich mir ein Video angeguckt, die, ich will jetzt nicht sagen, was wichtiger ist oder nicht wichtiger ist, aber da hat auch jemand darüber geredet und gesagt, dass die Leute sich auf die Sachen konzentrieren, die man sieht, weißt du, wie Essen und Trinken und so, aber dass es eigentlich auch viel mehr um spirituelle Dinge geht, weißt du? Ja, ja, voll, voll. Deswegen bin ich ja so süchtig danach geworden. Es geht mir nicht darum, nichts zu essen und irgendwie abzunehmen. Das ist ja nicht mein Sinn des Fastens. Weißt du, wenn man jetzt, oder nur mich zu reinigen, das ist es ja nicht. Ich fühle mich mega gut in meinem Körper so an sich, ne? Ja. So meine ich gesund und so. Ist ja nicht so, dass ich jetzt krank bin und sage, ich muss jetzt fasten, deswegen damit, ne? Aber ich merke, bei mir ist es so ein mentales Ding einmal und das Spirituelle natürlich. Diese Vibrations, die ich habe, aber auch, dass ich mehr gucke, wie ich mich entscheide, welche Gedanken ich wähle und wie tief ich in den Gedanken gehe, auch wenn ich mal einen negativen Gedanken habe, ob ich mich darauf einlasse oder ob ich es umschwenken kann. Und mit dem Bewusstsein, das ich habe beim Fasten, kann ich es umschwenken. Das ist krass. Deswegen gelingen das mir auch nur gute Dinge. Das ist geil. Ja. Das merke ich bei mir auch. So diese negativen Sachen, die einem versucht werden, so einzeln. Gerade hat mir auch jemand geschrieben hier, so genau so ekelhafte Sachen geschrieben, so dass ich irgendwie wieder da rauskomme aus dieser Mitte und von dem, was ich erzähle, und dann mir Pornoseiten geschickt und so, damit ich da drauf. Also es ist wie so, mir kommt es manchmal vor, als ob das so Teufelshand ist irgendwie, weißt du? Das sind da Leute, wo einfach der Teufel, also geht dann über diese Menschen, die eh schon so viel Bad Vibes in sich haben. Und dann siehst du, dann schicken die mir so Pornoseiten, damit ich wieder anfange, Pornos zu gucken, weil ich gerade eigentlich auf dem richtigen Weg bin, so, weißt du? Ja, und ja. Beim Fasten. Eine Probe, ne? Genau, wie ein Test. Und beim Fasten ist es auch so, dass ich halt es noch mehr schaffe, mich dann auch nicht aufzuregen oder so, weißt du? Das zu sehen, zu sagen, okay, da ist gerade ein Böser oder er arbeitet gerade für was nicht Gutes so, ist aber nicht schlimm, das darf mich gar nicht persönlich treffen. Löschen und weiter, ja. Weißt du so? So. Ja, voll. Schaffe ich auch mehr. Denk dir einfach, das ist wie so ein Game, ne? Und dann kommt dann so ein Test einfach. Ja. Und das prüft dich. Hey, wie bist du dir sicher, dass du diesen Weg gehen willst, ja oder nein? Ja. Dann hast du die Entscheidung, will ich ja oder nein? Ja. Und du entscheidest dich aber dafür. Und dann weißt du, okay, cool, du bist schon jetzt viel, viel weiter, als vielleicht vor einem Jahr hättest du es vielleicht noch nicht gekonnt. Weißt du, was bei mir ein krasses Problem ist? Dass ich mich halt immer in Menschen reinversetze. Ich bin halt so empathisch, dass ich mich immer in jeden Menschen versuche reinzusetzen. In jeden, egal ob es der größte, ekelhafteste Mensch ist, der mich auch von oben bis unten zum Beispiel beleidigt oder was auch immer tut, so. Dieses, dass ich mich... Ja, doch, aber das fickt mich, dass ich mich versuche, in die reinzuversetzen. Mittlerweile toucht mich nicht mehr, was die sagen. Mich toucht nur noch, wie die drauf sind. Weißt du, was ich meine? Das toucht mich einfach als Mensch, so zu sehen, wie ekelhaft manche Menschen sind. Weißt du? Und das nervt mich dann. Und dann will ich mich rechtfertigen. Und dann will ich das unbedingt den Leuten mitgeben und sagen. Und dann gehe ich aber wieder auf den Hate ein. Und das tut mir dann wieder nicht gut, weißt du? So. Damit verstehst du, was ich meine? Nee. Ja, ich verstehe, was du meinst auf jeden Fall. Aber du musst immer clever denken. Du musst immer clever denken, was macht mehr Sinn. Ob es mehr Sinn macht, dass du andere Leute inspirierst, weißt du, dass du die Energie dafür nimmst für die Leute, die du wirklich inspirieren kannst, oder ob du deine Energie verschwendest für ein einziges irgendwas, was überhaupt, es macht nichts, es wird keine Auswirkung haben, großartig. Es wird auf ihn keine Auswirkung haben, wahrscheinlich, ja. Nee, wird auf ihn nicht. Umso mehr du jemand anderen für irgendwas überzeugen möchtest, umso mehr ist ein Widerstand da. Und das hat auch nichts mehr mit Liebe und Freisein zu tun. Du musst es frei gleiten lassen, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber so, tu das teilen, was sich für dich gerade so anfühlt, dass du es teilen möchtest, und die Leute wird es erreichen. Und du musst dich nicht sorgen um die Leute, die es noch nicht erreicht, dann sind die noch nicht so weit. Die müssen da bleiben in ihrer Energie erstmal. Ja. Weißt du, jemand gezwungen, irgendwas aufzudrängen, ist das Schlimmste, was man machen kann. Jemand überzeugen zu wollen für irgendwas, macht gar keinen Sinn. Das ist einfach so, das ist Verschwendung, weißt du, das ist einfach, nee, mach das nicht. behalt einfach deinen Fokus. Mhm. Und das musst dich gar nicht kümmern. Ja, ich weiß, was du meinst, ich bin nämlich auch so, aber ich weiß, die Leute finden ihren Weg. Ich hab Vertrauen. Ich habe einfach Vertrauen, dass alles so, wie es gerade ist, okay ist und dass sich alles fügen wird. Und auch die Menschen werden irgendwann aufwachen. Das dauert vielleicht noch ein bisschen, aber das ist jetzt auch nicht mein Problem, weil ich genau, mache schon mein Bestes. Das ist das Wichtigste. Das ist nicht mein Problem, ich mache schon mein Bestes. Ich will aus meinem Leben, aus meinem Traum und aus dem, was ich habe, das Beste machen und jetzt nicht verantwortlich noch sein für 100 hassende Leute, die nicht verstanden haben, dass Hass raussenden, Hass in dein Leben wieder zurückbringt. So, weißt du, ich meine so. Genau, das ist halt ein Boomerang, die tut sich selber schaden. Das ist so. Ja, das ist du auch. Du hast richtig Unbewusstes einfach. Ne? Ja, die haben auch so
die haben auch nicht ihren eigenen richtigen Wert richtig gefunden, weißt du? Weil du hast keine anderen Menschen, wenn du dich selber liebst, weißt du, was ich meine? So? Und diesen Wert in dir selber hast, und das ist halt so, ich weiß das auch. Und deswegen ist es auch voll unnötig, eigentlich darauf einzugehen, so, weil, ey, Bro, willst du jetzt, so, du wirst jetzt das nicht in einem Talk oder mit einem Satz oder mit einem Video hinbekommen, dass der Mensch sich nicht mehr selber hasst, so, weißt du, was ich meine, so? Das ist nicht meine Aufgabe, so. Das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, meinen Traum zu leben und damit Menschen zu inspirieren, so wie du es gesagt hast, so. Genau. Safe. Ja, das finde ich ganz wichtig. Das ist halt schwer, leider. Man muss sich daran erinnern. Weil sich daran erinnern. Das denkt ja auch immer, das sind keine bösen Menschen oder das sind keine schlechten Menschen. Denkt ihr einfach, das sind unbewusste Menschen. Genau. Ne? Die haben das Bewusstsein nicht. Das sind nicht bewusst. Sie sind in einer Blase. Ich weiß nicht, die werden noch so gelenkt, weißt du, von den Medien gelenkt, von dem System gesteuert. Das sind nicht sie selber. Sie wissen nicht, wer sie sind. Sie haben ihr Wert, also, wie du schon sagst, nicht erkannt. Sie wissen nicht, dass sie Liebe sind, dass sie Energie sind, weißt du. Das sind einfach Menschen, die wirklich diesem System nachgehen, was man ihnen eingetrichtert hat. Und es eigentlich jeder Mensch, der unbewusst ist, kann gar nicht anders, als dem System mitzugehen und als zu hassen und neidisch zu sein und als das Schlechte überall zu sehen, weil es wird uns geprägt, es wird uns eingetrichtert. Deswegen, diese Menschen haben sich das auch nicht so in dem Sinne ausgesucht. Weißt du, sie wollten, sie sind Opfer. Und umso wacher sie werden, umso schneller kommen sie da raus. Aber das ist deren... Guck mal, jeder hat seine Time. Ja, das ist deren Reise. Und lass sie da drinnen, solange wie sie müssen. Irgendwann, guck mal, man sagt ja so, die Seelen haben sich das ausgesucht, hierher zu kommen. Und jetzt jeder seine Zeit sich auch ausgesucht hat, wann was passiert. Mhm. Ja, wenn die sich ausgesucht haben zu leiden, warum auch immer sie dieses Leid brauchen, so sagt man das ja, und ich glaube daran, dann lass die da. Alles ist cool. Ja. Und die werden, wie gesagt, da noch hinkommen. Die haben ihren eigenen Weg. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Das ist auch Ego bei mir. Das ist dann auch, da siehst du, da wirkt das Ego auch bei mir. Dass ich versuche, das denen jetzt schon so ich will denen das auch auf, ich will auch sagen, ey, lebt auch so wie ich, seid auch positiv, hört auf zu hassen und macht auch dies. Aber das ist meine Entwicklung, die ich gerade für mich mache, so. Die muss ich jetzt nicht auch noch auf alle anderen übertragen, so. Weißt du, was ich meine, so? Das muss ich auch lernen, dass ich nicht immer, dass nicht alle so denken wie ich, dass nicht alle auf demselben Weg sind wie ich, dass nicht alle die gleiche Entwicklung machen, auch nicht zum gleichen Zeitpunkt, so. Ich bin halt froh, mir ist halt extrem wichtig, dass ich so Menschen wie dich auch kennengelernt habe, die auf derselben Reise sind, die auch genau das gleiche Mindset haben und vielleicht sogar auch schon in Hinsichten, ein paar Hinsichten weiter sind als ich, in ein paar Hinsichten bin ich vielleicht, und dass man sich so gegenseitig ergänzt und unterstützt. So, das ist für so eine Menschen, glaube ich, brutal wichtig, weil wir sind nun mal ein kleiner Teil noch, weißt du, was ich meine? Wir sind ein geringerer Prozentteil, der größere Teil der Menschen ist noch nicht auf der Reise, weißt du, es ist einfach so. Und deswegen ist es brutal wichtig, Menschen wie, dass wir uns auch gegenseitig haben, so, weißt du? Also ich finde. Auf jeden Fall, das ist sehr wichtig und du wirst sehen, du wirst mehr Leute da entdecken, die so sind. Wie gesagt, das, was du bist, ziehst du in dein Leben. Ja. Weißt du, wenn du schon so weit bist, dann musst du auch dieses um dich herum sehen. Wenn ich jetzt so gucke, um mich herum sind fast nur Menschen, die irgendwie glücklich sind, die ein heftiges, freies Leben leben, die sagen, wow, das Leben ist so schön. Und die sich nicht jeden Tag über diese ganze Scheiße unterhalten. Und ich sehe nur diese Menschen in meiner Welt. Das ist meine eigene Realität. Das kann man sich fast nicht vorstellen. Das klingt fast unreal, aber es ist so. Es ist in aber meiner so. Welt ist das so. Ja. Ich lebe in einer ganz anderen Welt irgendwo. Safe, das habe ich ja so von Anfang an, habe ich doch von Anfang an bei dir gemerkt. Weißt du, was ich meine? So, ich habe doch schon immer, so, du lebst doch in deiner eigenen Welt, aber das ist eine gute Welt, eine positivere Welt als bei den meisten Menschen. Verstehst du, was ich meine? So, deswegen habe ich mich auch zu dir hingezogen nicht, gefühlt. Ja. So. Deswegen, weil ich auch noch mehr dahin will. So. Das ist ja der, deswegen habe ich ja neue Menschen kennengelernt, so wie dich, die schon ein bisschen glücklicher sind. Weißt du, was ich meine? Die schon in diese Richtung tendieren, wo ich auch gerne hin möchte. So. Warte kurz, ich muss kurz ein Ladegerät holen. Darum will man auch in eine andere Welt. Wenn jetzt jemand sagen würde, oh, die ist doch nicht ganz sauber, die lebt in ihrer eigenen Welt, würde ich sagen, ja, danke schön fürs Kompliment. So. Ich weiß, dass ich in meiner eigenen Welt lebe und mir geht's super und ich will gar nicht dahin, wo du bist. Warum sollte ich mich denn dazu Ich war da schon, Dicker, ich war da schon. Ich war da schon und es war scheiße. Weißt du, was ich meine? Ja, das war nicht geil. Wer will denn dahin, Alter? Wer will denn jeden Tag abgefuckt sein und den Leuten sagen, wie beschissen alles ist den ganzen Tag? Das könnt ihr gerne alle machen, aber ich brauche das nicht in meiner Welt. Weißt du, wofür? Ich sehe darin auch keinen Nutzen. Also, Entschuldigung. Ich sehe da nichts irgendwie Gutes drin, weißt Positives. Du? Hm. Wir können es öfter machen. Nächstes Mal mache ich auch so, das Coole ist, wir müssen auch so ein Format machen, weißt du?
Könnte man locker machen. Ich habe das mit Barisch, ich habe das mit Barisch früher gemacht, mit einem Kumpel von mir. Wir sind einmal die Woche live gekommen. Es war auch einfach ein Freund von mir, der jetzt nicht wirklich bekannt war oder so. Einmal die Woche live, einfach Gott und die Welt. Einmal die Woche immer selbe Uhrzeit und dann ein, zwei Stunden Gott und die Welt einfach, weißt du? Ja, ist geil. Man kann auf jeden Fall da coole Themen raushauen und wo man den einen oder anderen vielleicht ein bisschen Kraft oder Mut oder Inspiration mitgeben kann, was ich sehr wichtig finde. Ich finde unsere Talks weißt sowieso du? Immer nice so. Hilft mir auch. Also ich finde es für uns persönlich geil und auch für die Leute so. Mhm. Schon damals, wo wir unseren Talk gemacht haben, wo wir live waren und so. Wer ist die Dame? Das ist die Justine. Die habe ich kennengelernt in Mexiko, wo ich in Mexiko damals, so lange ist es noch nicht her, letztes Jahr, kennengelernt. Kommt aber echt schon lange her, ja. Ist schon lange, kommt einem lange her, kommt einem lange vor, ne? Irgendwie schon, irgendwie, das ist komisch, weil ich habe jetzt das Gefühl, wir kennen uns schon so gut und wir kannten uns eigentlich gar nicht. Weißt du, wie ich meine? So im Juni oder was auch immer, wann wir da den Mentalk gemacht haben? Nee, September? Keine Ahnung. Da kannte ich dich ja noch gar nicht. Nee, da haben wir uns kennengelernt quasi. Ja, es war aber auch eine intensive Zeit so, ne? Weißt du ja, gerade wenn man auch durch die Scheiße durchgeht und in Mexiko da, wo dann auch meine Rückenschmerzen angefangen haben und alles ein bisschen scheiße geworden ist, da haben wir ja mehr Kontakt gehabt und dann habe ich mich auch dir gegenüber schnell geöffnet auch, weil ich so verletzlich auch war und so, weißt du? Dann hast du mir auch viel erzählt über dich, deine Vergangenheit und ich habe dir viel erzählt und so. Dann haben wir uns voll schnell kennengelernt, auch mit dem zusammen wohnen und so. Stimmt, wir haben zusammen gewohnt, das ist so geil. Wir haben einfach zusammen gewohnt, Leon. Geil, ne? Oh, lustig, ja, Alter. Krass. Voll geil, crazy. Guck mal, der eine weiß voll Bescheid. Der sagt, Roller gut verstaut im Bus, da kam sogar die Polizei. Die wissen Bescheid. Ja, Mann, unser das war Vlog, so witzig. Wo die Bullen gekommen sind. Allgemein, ja, wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Vlogs machen, wenn ich wieder back bin. So. Ein paar schöne das Vlogs, Alter, mit bisschen mit... Mit Entertainment so irgendwas erleben gehen, weißt du? Zenoten angucken oder sowas, weißt du? Was ja, cool diese Tourgeschichten, heißt, genau. Ja, ich habe mir das auch vorgenommen. Ich nehme mindestens einmal die Woche Action. So irgendwo hinfahren, weißt du? So. Ja, kann man echt mal machen. Einmal die Woche. Einen Vlog raushauen, weißt du? Genau. Ein-, zweimal die Woche schön live kommen. Und dann den Rest Eier schaukeln lassen. Bro, ich baue erstmal ein, zwei Wochen, Digga. Ich baue mir ein Zelt auf direkt am Beach. Bleib da erstmal eine Woche lang. Damit ich wieder Lebensenergie in mein Gesicht reinbekomme, irgendwie. Ja, Mann. Auf jeden Fall erstmal schön wieder auftanken, ja. Mhm. In die Natur, zum Strand, die Sonne. Wichtig. Das wird geil. Ich schwör's dir. Heute ist bewölkt übrigens, aber dann auch zum Strand, so Wolken-Sonnen-Mix irgendwie hier in Cancun. Aber ist nice. Und dann einen neuen Track schreiben, Leon, Back in the Sun. Ja, Mann, Digga. Ich mach sowieso gerade wieder ein bisschen mehr Musik und so. Ich hab auch voll Bock, wieder Musik ein bisschen weiterzumachen. Digga, ich bin motiviert. Wie gesagt, wir haben ja gestern gequatscht. Ich bin wieder voll motiviert, einfach meinen eigenen Traum zu leben, unabhängig davon, was irgendeiner sagt, was er nicht sagt. Ist mir scheißegal, Digga. Ich mach das, was ich will. So, ich will wieder diese Ziele, diese Vision haben, Mann, Alter. So viele Leute haben sich so an mir drangehangen, Digga, mit allem, was die haben, haben sich sogar noch Gewicht drangehangen, um mich mit allem, was die haben, runterzuziehen, so, weißt du? Wieder dahin zu holen, wo ich war, Digga, aber ich will weiter nach oben. Ich weiß, dass ich auf dem richtigen Weg war, weißt du? Deswegen hört auf mit der Scheiße. Hackt euch nicht an mich ran, lasst mich los. Ja, Alter, denk dir einfach, es kann nicht eigentlich keiner. Keiner kann dir was, weißt du? Nee, keiner nur kann ich selber. Eigentlich. Nur du, wie du darauf reagierst, das ist einfach dein Ding, deswegen. Aber ich bin mir ganz sicher, dass du da hinkommst, dass es dir wirklich irgendwann wirklich scheißegal ist. Hundertprozentig. Irgendwann, wenn du es weißt, so und so ist es, dann kann ich das gar nicht mehr. Das kann ich gar nicht mehr. Ich weiß, dann. Ich freue mich schon auf diesen ich freue mich schon auf diesen Zeitpunkt, so, wo ich mich hinsetzen kann und so 1000 Beleidigungen reinflattern so, und ich sitze so da und bin voll happy. So. Ich meine so. Weißt du, was aber jetzt das Ding ist, Leon? Es wird da nicht mehr passieren. Sobald es dir scheißegal wird, kommt auch keine Beleidigung mehr. Ja. Ja, noch besser. Nicht mehr 100%. Das ist das nächste Level dann. Ja, die werden auch nicht kommen. Das ist scheißegal.
Ja, genau, weil die das merken. Ja, normal, die haben da keinen Bock mehr drauf. Es macht keinen Spaß mehr dann. Ich war aber schon immer so, Digga. Mein Bruder hat mich immer damals so leicht getriggert, damit ich ausraste. So. Der wusste genau, was er machen muss. So. Der hat nicht mal groß was gemacht. Und dann habe ich immer, Ja. ich habe immer Ärger gekriegt von meiner Mutter dann, Digga. Ich habe dann immer eine Schelle von meiner Mutter gekriegt, weil ich dann laut geworden bin, weißt du? Er hat nur so leise so irgendwas Kleines gemacht, mich irgendwie so gepiekst halt so. Und ich bin dann ausgerastet. Der Arsch, Alter. Krass. Ja. Ich habe jetzt noch 20 Minuten, dann kann ich essen. Ungefähr. Ach so, ach Scheiße, stimmt. Du darfst jetzt noch gar nicht essen. Also, du musst dich ja daran halten, meine ich. Stimmt. Ja, Ich werde gar nicht essen. Ich warte noch ein paar Wochen, bis ich es essen fällt mir kann. auf jeden Fall auch schwer, so. Ich bin halt anders als du, ne? Ich bin auch auf einem anderen Level als du. So, mir fällt nicht essen Mir auf jeden fällt Fall auch schwer. sehr Mir fällt es schwer, aber so. auch schwer mehr. Ja, Denkst aber du, ich so meine, einfach für du mich? bist ja, nee, aber du bist ja, du machst ja viel länger und so. Weißt du, bei mir sind es ja eigentlich nur der ganze Tag, weißt du? Ist ja eigentlich nur der Tag so. Ich kann ja abends dann essen. Eigentlich, für manche ist es vielleicht easy so, aber für mich ist es nicht easy, weißt du? Irgendwie. Ich weiß nicht. Ich befriedige mein Ego viel auch mit Essen und so, weißt du? So. Ja, ich ja auch. Ich bin ja auch so einer. Schwer. Schwer. Also, Aber ich finde es auch geil, weil das zeigt dir dann, das hilft dir gerade dann, wenn du das Problem hast, dass du oft das Essen, ne, brauchst, um dich irgendwie zu entspannen oder was auch immer, abzulenken wieder. Es ist gerade geil, weil dann, wenn du eine schlechte Phase hast, so wie gestern oder so, wo du gedacht hast, Scheiße, was mache ich jetzt so? Und du kannst dann auch nichts essen und so, dann musst du dich dem stellen. So. Du Voll, musst dich dem irgendwie, voll. weißt du? Das war geil. Ja, Das ist super, um das, das Ding ne? ist halt, die ganzen Sachen, die ich auch hier erlebt habe, so, ich habe ja richtig Dämonen von mir aus mir hochgeholt, richtig ekelhafte Dämonen. Ich habe noch nie so eine ekelhafte Scheiße gesehen, so, ne? Und ich habe dann danach gemerkt, dass es eigentlich geil ist, aber in diesen Momenten ist es scheiße. Ja, in dem Moment ist es schwer. Weißt du, es ist einfach, es fühlt sich an wie die Hölle, so, alles ist scheiße. Und dann merkst du halt erst danach, okay, du hast da gerade was verarbeitet, so. Ja, geil. Deswegen bleib dem, denk daran immer, denk daran, es ist wichtig, dass du das gerade machst. Es hat einen Grund. Und genauso auch, ich hoffe ja, dass du irgendwann Ayahuasca machst, Guck ne? mal, das Ding Ich ist, hoffe so sehr. lass mal nicht diese Thema jetzt noch aufmachen. Aber auf jeden Nein, aber ich Fall, meine nur, ich würde mich freuen, wenn du das irgendwann machst. was ich nur Weißt sagen du? wollte, ist, du hast ja mal gesagt, ich bin so diese Motivation für dich, ne? Wenn du irgendwann mal irgendwie joggen bist und nicht mehr kannst oder im Gym bist oder irgendwie so, dann siehst Genau. du mein Gesicht. Bei mir ist es bei Ja. Spiritualität so, bei diesen Sachen wie Fasten und so, weißt du? So, wo ich Ja. dann denken muss, okay, denk einfach, was Justine gesagt hat, Digga, passt schon, Alter. So, ich sehe dann einfach Justine, Alter. Du trägst jetzt Was? immer Brille oder was? Ich muss. Ich hätte eigentlich das ganze Jahr, wo ich in Mexiko war, schon Brille tragen müssen. Ich habe die vorher schon bekommen, weißt du? Und dann habe ich die letztens wieder ausgegraben, habe die so angezogen. Ich habe so gedacht, Scheiße, Digga. Endlich wieder Siehst du HD, nicht. so. Krass. Kann ich mir gar nicht vorstellen, wie man so ohne, dass man nicht richtig sehen kann, weißt du? Das ist voll scheiße. Kann ich mir gar nicht vorstellen, das ist voll komisch. Also ich mache das auch richtig. Weißt du, wo ich richtig krass festgemacht habe, ist so, mir hat es früher immer voll Spaß gemacht, Bilder zu bearbeiten für Instagram. Und ich habe auch früher viel mehr Bilder gepostet. Seitdem ich nicht mehr auf Nähe so gut sehen kann, macht es mir keinen Spaß mehr. Da habe ich das am meisten gemerkt. Also ich kann nicht so am Handy sein, weißt du? Geht nicht. Ja. Ich sehe dann gar nichts. Ich muss Minimum so sein. Ach. Und ich mache dann diesen typischen, den die alten Leute dann auch, diesen hier. Kennst du den? Berlin Zeitung lesen so. Ja. Ja, genau. Ja. Mit Brille Krass. brauche ich den nicht machen. Da läuft der Laden so. Lilo sagt, wieso wirbt ihr für Drogen? Wirbt ihr denn, man? Deutsche Lautmacher. Wir wirben hier gar nichts. Und Ayahuasca ist für mich keine Droge, ist eine Medizin. Naja, aber ich sag auch, alles, was man konsumieren kann, was dir einen gewissen Rausch gibt, wenn die Maße machen es aus. Weißt du, wie ich meine? Ich sag Abhängigkeiten generell, egal ob Süßigkeiten sind, Sex, Kiffen, Kokain, Alkohol, Zigaretten. Generell, wenn du das Gefühl hast, du kannst als Mensch nicht mehr leben ohne das, dann bin ich da auch kritisch. Ja. Weißt du, wie ich meine so? Aber mir geht es Ja. nicht um die Substanz an sich so. Ich würde niemals zum Beispiel Gras verteufeln oder so. Nur halt den Umgang damit vernünftig den Leuten Menschen beibringen, dass die halt auch einen vernünftigen Zugang und einen vernünftigen Umgang mit der Sache haben und nicht
so das genau. Einfach, weißt du, ich meine, das finde ich halt wichtig und dann, ja. dass die Unterschiede auch nicht so krass gemacht werden. Eltern chillen zu Hause, rauchen eine Kippe nach der anderen neben ihren Kindern im Wohnzimmer so und sagen dann, wenn die irgendeinen sehen, der einen Joint raucht, dass der heroinabhängig ist so. Damals, weiß ich noch, Kiffer waren auf demselben Level wie irgendwelche Koks-Junkies oder Heroinabhängige oder so, weißt du? Als die Leute noch nicht so richtig differenziert haben und noch nicht so richtig Knowledge in dem Bereich hatten. Deswegen, ich finde es wichtig, dass man erstens nicht so krass vorverurteilt, wenn einer mal irgendwas macht so und halt auch das mit der Sucht finde ich auch sehr, sehr wichtig. Wichtig ist die Akzeptanz für jede Art von Blickwinkel und Meinung, weil alles ist irgendwo relativ, je nachdem aus welchem Blickwinkel du drauf guckst, in welcher Welt du lebst. Jeder lebt ja in einer anderen Welt so. Für den ist so, für den anderen ist so. Ey, cool, Justine. Cool. Geil, dass wir mal wieder auch getalkt haben, so auf Live-Basis. Ja, geil. Ne? Ist cool, oder? Ja. Können wir öfter machen. Nächstes Mal richte ich das noch ein bisschen schöner ein, dass es ein bisschen schöner aussieht. Obwohl, ich hoffe, dass es so schnell wie möglich in Real Life passiert wieder. Ja. Wir warten mal morgen ab und dann kriegen wir das schon hin. Ja. Okay? Geil. Bis bald. Yes, sir. Verabschiedet euch von Justine an der Stelle, meine lieben Freunde. Ein bisschen Herzchen in den Chat mal rein. Und ich verabschiede mich gleich auch nochmal. Justine. Ja, cool. Wir quatschen, ne? Bis dann. Ja, wir telefonieren. Vielleicht rufe ich später nochmal an, ja? Okay. Ja. Bis dann. Bis denn. Viel Spaß noch. Ciao. Justine Toadman. Wisst ihr, wie das läuft, Motherfucker? Einfach 4 Stunden gestreamt. Ich küsse dein Herz.